Na, Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! 13. April um kurz vor zwei. Boot operiert auf feindliches Geleit. Wir haben soeben noch dem Kreuzer, den wir schon angeschossen hatten mit zwei Aalen, den Rest gegeben mit unserer Artillerie. Boot wird jetzt einmal noch kurz durchgelüftet. Der Dieselkompressor läuft noch, damit die Pressluftvorräte wieder vollständig gefüllt sind. Dann geht es wieder in den Keller runter auf Zero-Tiefe und dann sehen wir mal zu, dass wir den Rest des Konvois wieder in die Horchpeilung bekommen. Die sollten weniger als einen Kilometer entfernt sein. Andere Boote sind dran, es hat sich super dynamisch entwickelt alles, also wer die letzten Folgen vielleicht nicht gesehen hat. Wir gehen gleich auf Zero-Tiefe und dann zeige ich euch nochmal die Gesamtsituation. Also ich glaube, so interessant war es bislang noch nicht. Es war vielleicht schon spannender, aber nicht so interessant, was die ganze Dynamik angeht. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Dieselkompressor ist durchgelaufen. Kreiselkompass können wir wieder einschalten und wir gehen auf Zero-Tiefe. Ab in den Keller. Hier dürfte noch einiges geboten sein. Mindestens noch ein Kreuzer. Mehr dürften es auch nicht gewesen sein. Und noch jede Menge Frachter. Und die ganzen Geleitsicherungsfahrzeuge. Aber ihr seht das ja gleich, wenn wir auf die Karte schauen, wenn wir Horchpeilungen hoffentlich reinbekommen. Funkspruch ist rausgegangen, Funktelegramm an den BDU. Okay, das passt soweit. Öldorp, wir beenden mal die Alarmsituation. Öldorp bekommt eine Ruhepause. So, dann sollte auch die Torpedowartung gleich wieder anlaufen. Schauen wir mal, wir haben noch jede Menge Aale zur Verfügung. Sechs vorne und zwei haben wir noch gar keinen rausgeblasen. Also wir können noch achtmal schießen. Wir lassen jetzt, glaube ich, auch einmal die Lenzpumpe laufen. So, da ist schon wieder Alarm ausgelöst worden. Okay, da haben wir sie alle. So, also Gesamtsituation. Wir stoppen einmal kurz. Hier ist noch ein anderes Boot dran. Der scheint sich auf ihn hier langsam eingeschossen zu haben. Ich konnte zwar noch nicht erkennen, ob hier schon Schuss gefallen ist. Treffer hat er jedenfalls noch keinen gelandet. Aber hier ist tatsächlich an diesem Konvoi noch ein anderes Boot dran. Wir gehen jetzt hier einmal auf äußerste Kraft voraus. Und hier hinten haben wir hier die Peilungen noch. Okay, jetzt haben wir die Horchpeilungen hier verloren. Aber irgendwo hier hinten befinden sich die eigentlichen Sicherungsfahrzeuge. Da haben wir einen versenken können. Also nicht wir, sondern unser Kameradenboot. Ich war ein bisschen zu doof dafür. U1010, das ist der ursprüngliche Fühlungshalter. Der hat sich jetzt aber auch hier schon lange nicht mehr wegbewegt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass der jetzt hier liegen geblieben ist. Aber theoretisch müssten hier auch noch mindestens zwei weitere Boote sein. Vielleicht sogar noch ein drittes. Also hier sind jede Menge deutsche Boote dran. So, jetzt schauen wir mal. Lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Gehen wir näher dran. Wir haben sie noch nicht alle momentan in der Peilung. Wir machen jetzt aber auch einfach zu viel Radau, um das alles hören zu können. Wir gehen jetzt mal so nah dran, dass wir auf ihn hier rechnen können. Dann machen wir das einmal so. Das ist er hier. Okay, Alarmzustand brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Und ich mache jetzt auch das blaue Licht nicht an, weil sonst kommen wir ja quasi in den Schleichfahrtmodus und das will ich jetzt gar nicht. Ich möchte, dass die Torpedowartung vonstatten geht. So, Alarm ist beendet. So, und ich brauche dringend jemanden hier an den E-Maschinen. So. Wie machen wir es denn? So und so. Das sollte funktionieren. Okay. Beide Maschinen AK voraus. Und dann gehen wir mal an ihn hier dran als nächstes. Und ihr seht schon, hier ist auch noch ein weiteres großes Schlachtschiff unterwegs. So, die zacken jetzt natürlich rum. Die sind aufgeschreckt, entweder noch von uns oder von dem anderen Boot. Horchkontakt, die große Gruppe, das sind die ganzen Rettungsboote von dem Kreuzer, den wir versenkt haben. So, jetzt können wir auf ihn hier rechnen. Empire Bermuda. So, ist hier eigentlich... Ah, da ist der Kreuzer. Ich frage mich, ob das andere Boot, was ungefähr dort irgendwo in der Richtung operiert, ob der jetzt schon mal einen Treffer gelandet hat. Dass sie vielleicht deswegen gerade so massiv zacken. Okay. Aber in jedem Fall operieren wir auf ihn hier.
Sollte kein Problem sein. Sichtweite ist gerade noch gut genug, dass wir den angreifen können. Der zackt jetzt natürlich rum, aber das kriegen wir schon hin. Sollte schon funktionieren. Das dürfte auch wieder so ein 6000er sein. Hab jetzt gar nicht wirklich drauf geachtet, aber ich glaube, das war auch wieder Empire Tower, irgendwas in der Richtung, ne? So, man kann das ja immer so ein bisschen abschätzen mit der Zackerei. Die machen das ja immer ziemlich gleichförmig. Bisschen nach Steuerbord, dann wieder nach Backbord und dann kommt man auf jeden Fall in eine günstige Position. Und das dürfte sich jetzt eh schon ergeben. Ja, ich sage euch, das ist schon ziemlich gut. Beide Maschinen, stopp. Dann zackt er langsam wieder nach Steuerbord rüber und ich glaube, wenn wir jetzt schießen aus der Distanz, dürfte sich eigentlich nichts fehlen. Empire Tower hat einen Tiefgang von 8,5. Rohr 1 bewässern. Aufschlagzünder. Torpedotiefe. Machen wir mal. Gehen wir ein bisschen tiefer. 7,5. Rohr 1 bewässert. Rohr 1. Los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Schauen wir mal. 30 Sekunden. Torpedolaufbahn ist gut. Der dürfte schon treffen. 20 Sekunden. Torpedokamera bitte. Treffer midships. Na? Hat ihm das schon gereicht? Bermuda. Passender Name eigentlich. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Ich denke, der säuft ab. Dann können wir direkt auf den anderen Kreuzer operieren. Rohr 1 nachladen. Na, hat noch nicht gereicht. Falls nicht, gehen wir nochmal hoch. Aber er verliert quasi noch Energie. Der müsste ja auch schon evakuiert sein, oder? Kann man das erkennen? Ja, Rettungsboote sind im Wasser. Das heißt, das müssen wir auch gar nicht jetzt erledigen. Der ist sowieso schon... Der ist hinüber. Müssen wir vielleicht nochmal dran. Mit der Artillerie. So, dann gehen wir jetzt auf den anderen Kreuzer hier. Das wird unser nächstes Ziel. Ah, der dümpelt noch so ein bisschen vor sich hin, wird also in diesem Bereich irgendwo zum Stehen kommen, nehme ich mal an. Die Kreuzer zacken gar nicht so wild, ne? Der scheint wirklich nur minimale Bewegungen zu machen, seht ihr das? Während alle anderen, die zacken schon ziemlich wild durch die Gegend. Leider können wir jetzt, haben wir jetzt keinen Kontakt mehr zu dem anderen Boot. Frag mich ja, was der gerade so fabriziert. So. Kreuzer kommt jetzt auch jeden Moment in Sichtweite des Kommandanten. Das heißt, das wird unser nächstes Ziel. Wen haben wir denn hier? Ist schon identifiziert. Berwick. Berwick. Ach, ist ein dicker Pott. Nicht schlecht, Herr Specht. Verdrängung 5260. 112 Meter lang das Ding. Tiefgang 8,47. Stimmt alles überhaupt nicht, weil ich noch auf den Frachter ausgerichtet bin. So, schauen wir doch mal. Blödsinn. Korvette, Zerstörer, Kreuzer. So einer dürfte das ja sein, oder? Wie viel gibt es eigentlich von denen? Kiro? Ja, das ist schon eher hier, ne? Mit den drei Schornsteinen. 10.400 hat der Verdrängung. Und ist 184 Meter lang. Fast 20 Meter breit, das Ding. 31 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Nicht schlecht, Herr Specht. Na schön. Dann gehen wir's an. So, schauen wir, dass wir den hier schön an der Seite mitlaufen lassen. Kursberechnung läuft. Können wir ihm eigentlich hier noch einen dritten zuteilen? Nee, funktioniert glaube ich nicht. Also geht er sowieso nicht auf allen Positionen. Hier bringt das jetzt nichts. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy.
Ich hoffe, dass sich Öldorp demnächst mal erholt. Den würde ich jetzt gerne mal, da würde ich gerne tauschen. So, langsam, langsam, langsam. Nochmal den Kurs ein bisschen korrigieren. Oh, Torpedos im Wasser. Der Kamerad hat geschossen. Huh. Wem gilt der denn? Oder ging der ging vielleicht schon daneben? Oder er hat tatsächlich aus der Ferne auf ihn hier gezielt. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Nee, das ist ja, geht ja total daneben. Da muss man fast schon selber aufpassen, dass wir da nicht reinrauschen in die Torpedolaufbahn. Nee, ich schätze mal, dass der daneben ging. Die schießen ja auch wirklich aus nächster Nähe. Also wirklich aus extremer Nähe schießen die. Eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Okay. Ah, jetzt sehen wir den auch wieder. Also irgendwie, ich glaube, mit Hilfe von unserem Kameradenboot hier drüben haben wir den Konvoi jetzt auch schon ziemlich zersprengt. Hier sind wahrscheinlich, naja, schwer zu sagen, das könnten natürlich auch die Kriegsschiffe sein, die jetzt vielleicht mal wieder daherkommen. Oder das sind einfach die anderen Frachter, dass wir hier quasi wie so ein Keil reingeschlagen haben. Weiß ich nicht. Aber wir fokussieren uns mal auf unser Ziel. Sind schon bei 66% angekommen. Gut, dann gehen wir jetzt auf große Fahrt, setzen uns noch ein Stückchen vor. Und der kriegt auch gleich einen Zweierfächer. Der kriegt gleich zwei Aale spendiert. So, das sollte genügen. Wir begeben uns in Schussposition. Okay, Winkel sollte gut sein. County-Klasse. Also, Tiefgang 5,26. Dann lassen wir die auf 4 Meter steuern. Rohr 1 und 2 bewässern. Torpedotiefe 4,0. Ja, ich denke, das passt schon. Streuung. Vielleicht einen Meter, wenn das geht. Kann man das so fein einstellen? Kann man das hier per Hand eingeben? Geht gar nicht, oder? Ich hätte wirklich gern, also, wobei er braucht jetzt auch nicht. Mach mal 2 Meter. Ja, lassen wir den noch ein Stückchen laufen. Und dann wird er gut, das sage ich euch. Rohr 1 und 2. Feuer bereit. Rohr 1 und 2. Los. So, wir bleiben auf großer Fahrt. Und nehmen dann auch gleich den nächsten aus Korn. So, dann hoffen wir mal, dass sie reichen. Und das schauen wir uns natürlich an. So, der sieht jetzt auch hier, steht quasi in voller Pracht. Ich glaube, dem anderen haben tatsächlich die Texturen gefehlt. Moment, wir gehen ja von der anderen Seite dran, ne? Ah! So, schnell. Aha. Und Volltreffer. Mal abwarten. Die haben aber tatsächlich jetzt ihre Geschütze gedreht. Das beobachte ich ehrlich gesagt zum allerersten Mal. Jetzt schauen wir mal. Das wird doch wohl hoffentlich gereicht haben für eine Evakuierung. Falls nicht, müssen wir fast noch über einen dritten Aal nachdenken. Aber wir warten mal ab. Ja, wir lassen das genau so weiterlaufen, dass wir jetzt... So, hier ist das andere Boot. Und hier ist halt noch irgendwas. Können das schon wirklich die übrigen Frachter hier sein? Frage ich mich. Und sind das vielleicht Kriegsschiffe? Oder er hat tatsächlich einen versenkt und wir haben das nicht mitbekommen und das sind einfach die Rettungsboote. Das könnte tatsächlich auch sein. Eieiei. Was für ein Schlachtfeld hier. Ja, der Kreuzer hat jetzt wieder ordentlich an Energie verloren und ich glaube,
Der wird jetzt auch genau in dem Moment wird er evakuiert. Deswegen würde ich es fast nochmal riskieren und auftauchen. Oder säuft er direkt ab? Nee, der säuft eh schon ab. Okay. Hätte ich jetzt tatsächlich riskiert. Wobei, das könnten wir eigentlich so oder so machen. Weil ihn könnten wir jetzt eigentlich auch mit der Artillerie angreifen. Weil jetzt ist ja wirklich auch hier mit nichts mehr zu rechnen. Sofern hier nicht noch irgendwie so ein Hilfskreuzer dabei ist. Also sprich, bewaffnetes Frachtschiff. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Kann mich nicht vorstellen. Ich denke, wir tauchen auf und machen jetzt mal ein bisschen mit den Deckelschützen weiter. Was meint ihr? Ja, machen wir. Er wird mit dem Deckelschutz angegriffen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und bei den anderen überlegen wir das noch. Beide Maschinen AK. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. So, dann auftauchen. Oh, den wird's kalt den Rücken runterlaufen. Moment mal, hatten wir nicht eigentlich noch... Haben wir die jetzt alle schon versenkt? Und da hatten wir... Ich glaube, hier hatten wir noch einen, ne? Darf ich nicht vergessen. Haben wir uns jetzt doch schon wieder eine ganze Weile entfernt hier. Ganzes Stück. So, Knackfuß. Kommandant geht auf Brücke. Knackfuß. Na? Geschütz wird hier noch nicht verfügbar. Schnappen wir uns den einfach hier. Posten verlassen. Dann einmal Kompressor laufen lassen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Mann auf Brücke. So. Deckgeschütz. Bemannen. Ja, also auf jeden Fall der interessanteste Konvoi bislang. Einfach von der, ich hab's ja schon gesagt, von der Dynamik her. Mit den anderen Booten, dass die wirklich herangeführt wurden diesmal. Und man darf ja auch nicht vergessen, das war jetzt keine geskriptete Nummer. Die Mission haben wir schon längst beendet. Da ging es ja wirklich nur darum, diesen Konvoi dorthin zu verbringen. Also das war mehr oder weniger jetzt ein Zufallsfund. Wurde gemeldet durch ein Boot, dann sind wir da hingeschippert, Konvoi gesichtet und der Fühlungshalter, also U-1010 war das ja, glaube ich, die haben dann tatsächlich ein Boot nach dem anderen hier hingebracht. Zwei bis drei Boote haben sich dann mit den Kriegsschiffen beschäftigt. Und unser Boot und noch das andere Boot, die operieren jetzt hier auf die Frachter. Nicht schlecht, Herr Specht. 5 Dez nach Backbord. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. So, und solange die Sicherungsfahrzeuge nicht wieder aufkreuzen, können wir jetzt eigentlich ganz entspannt hier alles mit der Bordkanone erledigen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Mittlerweile glaube ich fast, dass wir hier den kompletten Konvoi zerlegen werden. Zumindest den Großteil davon. Da wird nicht viel übrig bleiben, das kann ich euch sagen. Ja, dem haben wir jetzt aber ein schönes Muster hier verpasst. Präzisionsarbeit hier von unserem 1WO. Dann gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Mitte. Auf Höhe Schornstein. Munition haben wir noch genug. Na komm schon. Das dürfte auch wieder so ein 6000er sein. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Herr Kaloy? Na, wie sieht's aus?
Viel dürfte da nicht mehr fehlen. Und da hinten ist schon der nächste im Bunde. Kapitän? So, ist schon evakuiert. Dürfte also nicht mehr allzu lange dauern. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Ja, 10 Grad Backbord passt. Wir umkreisen den mal und dann werden wir ihn da drüben angreifen. Er kriegt schon mal ein Amüsgöll. Gruß vom Smooth. Aber ich denke, wir müssen auch noch ein bisschen nachhelfen. So, surft ab. Ruder hart Backbord. Wir drehen. In der Richtung müssen ja auch noch irgendwo zwei Frachter unterwegs sein. Rohr 1 ist inzwischen auch nachgeladen. Wir haben also auch noch Aale. Junge, Junge, Junge. Also könnt ihr euch noch erinnern, als wir mit dieser Version angefangen haben. Die zweite Feindfahrt war das, glaube ich. Die wirklich übel schwer war. Aber jetzt mit Hilfe der anderen Boote sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wird sich auch nochmal ändern im Laufe der Zeit, da bin ich mir auch sicher. Und wir hatten auch mit Fliegerei jetzt einfach wahnsinniges Glück. Schon allein deshalb einfach, weil die Sichtweite so schlecht ist. Auch wenn das jetzt deutlich besser geworden ist im Laufe der Zeit. Ist ja ordentlich aufgeklärt jetzt hier. Also, aber aktuell muss man schon sagen, das ist die viel zitierte gemähte Wiese, die wir hier vorfinden. So, gehen wir noch ein bisschen näher ran. Ah, der ist nicht ganz so dick. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Verdammt. Oder Mitschiffs wollte ich einstellen. Und beide Maschinen stopp. Nicht, dass hier noch ein Unglück passiert. Ja, also das dürfte jetzt natürlich auch erheblichen Einfluss auf die Weserübung haben. Wenn man hier einen kompletten Konvoi zerschlägt, der sich vermutlich dorthin bewegen wollte. Na komm schon. Gut. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Keine Sorge, alles nur eine Frage der Zeit. Und da müssen wir, glaube ich, auch gleich nochmal auf Tauchstation, einfach um herauszufinden, wo sich die anderen jetzt so befinden und um einfach nochmal ein Lagebild zu bekommen. Wir haben ja keine Ahnung, ob nicht vielleicht doch gleich nochmal die Gleitsicherungsfahrzeuge drankommen. Also die werden sich ja nicht verzogen haben. Und ich kann mir jetzt auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die anderen Boote die ganzen Zerstörer und Korvetten da versenkt haben, die ursprünglich hier als Geleit zugeteilt waren. Also wir hatten, glaube ich, 6 Stück insgesamt gezählt. Und einer davon ist bestätigt versenkt. So, wie schaut's aus? Empire Gazelle. Hey, wir bringen ordentlich Tonnage mit nach Hause, ne? Das dürfte auch einiges an Ansehenspunkten geben, denke ich doch mal, ne? Also ich meine ja auch, dass man... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die dicken Kriegsschiffe, glaube ich, bringen schon Ansehen. Dann haben wir auch einige von... Ja, da können wir nochmal 2 einsammeln, dann haben wir schon... Ja, dann haben wir sie eh schon voll. Offiziere eingesammelt. Wir haben einige Rettungsboote verpflegt. Ich glaube, recht viel mehr können wir jetzt eh nicht mehr verpflegen, weil wir einfach nicht mehr genügend Proviant dabei haben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal auf Tauchstation. Ich möchte dringend herausfinden, wo die ganzen anderen Schiffe sind, wo das andere Boot sich befindet
Wir brauchen hier mal einen Gesamtüberblick, weil die Sichtverhältnisse sind halt immer noch nicht so prickelnd, muss man sagen. Also die Sichtweite. So. Einmal auf Tauchstation. Ich würde an der Stelle jetzt tatsächlich, ihr kriegt eine Pause. Und auch wenn Öldorp noch nicht perfekt ausgeruht ist, den bringen wir mal ans Horchgerät. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, da kommen die Meldungen. Schaut's mit der Kombüse jetzt aus eigentlich? Ja gut, da kommen wir schon noch eine Weile zurecht, aber... Oh, kein Risiko eingehen. Wir machen das jetzt mal so. Okay, ein paar Schiffchen, ein paar Rettungsboote könnten wir auf jeden Fall noch versorgen damit. Locker. Ganz locker. Deckgeschütz müssen wir langsam mal... Moment mal, haben die sich eh schon hier unter Deck bedient? Kann das sein, dass die das schon automatisch gemacht hatten? Weil ich meine, dass wir ursprünglich 40 Schuss dabei hatten. Ich glaube, die haben das eh schon von alleine verlegt. Macht den Eindruck. Okay. Ah, sieh mal einer an. Da ist das andere Boot. Der operiert jetzt auf ihn hier. So. Alle Maschinen stopp. Kreiselkompass aus. Was ist mit denen hier hinten? Sind das Frachter oder wer ist das? Machen die Fahrt? Drei Torpedos hat er abgefeuert, der Wahnsinnige. Aber die 3 bis 6, die wir gerade noch gehorcht hatten, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das einfach Rettungsboote sind. Das würde bedeuten, dass das hier der letzte Frachter sein könnte. 3 Aale schießt der auf den. Ist der denn völlig von allen guten Geistern verlassen? Das muss einer von den jungen Quecksen sein. Aber er trifft. Er trifft. Viel hilft viel. Sauber. 3-mal ins Heck. Oder waren das sogar 4? Kann es sein, dass es 4 waren? Ja, da könnten sie auch noch ein bisschen dran schrauben an der KI, ne? Aber das sollte dann zumindest genügt haben, denke ich doch. Die ist halt schon eine üble Verschwendung, was der hier fabriziert. Ja, sehr schön. Gut, es läuft ab. Der nächste, den wir rausstreichen können. So, wenn wir es jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Die scheinen sich ja wirklich nicht zu bewegen. Ich vermute deswegen tatsächlich, dass das Rettungsboote sind. Haben wir den Konvoi jetzt schon versenkt? Ist der komplett zerschlagen? Kann das sein? Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Schauen wir mal, wo ist hier noch Bewegung drin? Nirgendwo. Nirgendwo. Da kommt jetzt noch ein Boot. Kurs setzen. Bestätigt. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Ich glaube, wir haben den kompletten Konvoi zerlegt. Okay, wir schauen uns jetzt kurz diesen Horchkontakt an. Anschließend fahren wir noch ein Stückchen zurück. So, jetzt ist hier eh nichts mehr zu hören. Ich vermute mal, das waren einfach Rettungsboote. Muss ja so sein. Zu sehen ist jedenfalls nichts. Das ist wahrscheinlich eins der Boote, was wir hier gerade einrasten könnten. Na schön. Ah, hier hatte ich die beiden Punkte gesetzt. Genau, den werden wir jetzt noch schnell mit der Schiffsartillerie versenken. Genau, hier hat man gerade gesehen, da war ein Wrack zu sehen. Das waren also die Rettungsboote, die Horchpeilungen, die wir hatten. Dann versenken wir den jetzt hier noch schnell ganz geschmeidig und dann soll es das auch gewesen sein. Dann werden wir nochmal schauen, wie viele Aale wir noch übrig haben, ob es sich noch lohnt, bevor wir dann nach Hause schippern. Aber ich denke mal, wir werden noch ein bisschen draußen bleiben. Wir haben ja noch ein bisschen was. So, auftauchen. Nochmal ein letzter Blick. Also hier ist einfach nichts mehr übrig, denke ich. Ich denke, dass hier alle Frachter versenkt wurden. Und die Boote sind ja, die haben ja jetzt auch abgedreht. Die fahren jetzt hier irgendwie Richtung, ja, grob Richtung Süden zurück. Weiß ich auch nicht, was die da machen. Vielleicht formieren die sich oder sie schauen sich nochmal die Horchkontakte an. Wir werden auf jeden Fall versuchen, an den anderen Booten auch dran zu bleiben. Einfach mal schauen, was die so machen.
So, einmal auftauchen. Dann geben wir dem noch schnell den Rest. Dann funken wir einmal. Wir hatten schon ein Funktelegramm an dem BDU, nachdem wir da einiges versenkt hatten. Das war schon über 10.000 wert. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir hierfür bekommen werden. So, Deckgeschütz bemannen. Alle Maschinen stopp. Alle Maschinen kleine Fahrt zurück. So, Geschütz ist bemannt. Alle Maschinen stopp. Knackfuß bekommt noch Matrosen zugeteilt. Muss man hier weg. Man sieht das immer ein bisschen schlecht, wenn die Leute im Bett sind und denen noch Matrosen zugeteilt sind. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht, finde ich. So, da dürfte ja auch nicht mehr viel fehlen, oder? Zwei, drei Schuss vielleicht noch. Na komm schon, sauf ab. Kreiselkompass an, Lenzpumpe an, Dieselkompressor an. Sehr Bursche. So. Säuft ab. Jetzt richtet sich das Ding aber nicht wieder automatisch aus. Okay. Jawohl. Herr Kaloy. Na schön. Posten verlassen. Was wollte ich jetzt noch? Genau, wir funken das einmal durch. Schauen wir noch mal. Das dürfte doch einiges an Belohnung hier für uns geben. Öldorp darf sich noch mal ganz kurz ausruhen. Nochmal 11.000. Also haben wir jetzt locker mit dem, was wir hier versenkt haben, schon dafür, also gut über 20.000 bekommen. Ich würde sagen, um die 22.000. Okay, pass auf, Leute. Dann machen wir Folgendes. Wir bleiben auf jeden Fall noch eine Folge draußen auf See. Kontrollieren einmal die Aale. Haben wir jetzt hinten überhaupt einen rausgeblasen? Ich glaube nicht. Und vorne haben wir mindestens noch einen. Drei. Ausgezeichnet. Vorne noch drei. Und hinten, der Vollständigkeit halber, müssten das auch noch zwei sein. Oder haben wir einmal hinten geschossen? Ich weiß es schon nicht mehr. Haben wir noch beide? Okay. Ausgezeichnet. Sehr gut. Dann sind wir also noch ordentlich handlungsfähig. Deckgeschützmunition haben wir auch noch. Wir bleiben mal noch in der Gegend und schauen jetzt einfach mal, was die anderen Boote noch so machen. Was die so vorhaben. Vielleicht können wir uns da einfach anschließen. Ich werde hier noch ein bisschen was, die Boote versorgen, dass wir hier nochmal ein bisschen was mitnehmen können. Und dann soll es das für den Moment auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ach doch, wir hatten noch Platz. Moment. Ja, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.